So Leute, welcome back, so sind die Axis, du bist ja wieder zurück hier, oh mein Gott, das laut. Jesus, ist das laut. Also Leute, willkommen zu einer Half-Life 2 Modifikation namens Underhell. Hat eine gesamte Spielzeit von 18 Stunden, wie ich das jetzt gesehen habe auf YouTube. Beziehungsweise 8 bis 18 Stunden. Je nachdem, was für ein Schwierigkeitsgrad wahrscheinlich auch. Und ich bin mal gespannt, wie das Game sein wird. Ich habe mir keine Gameplays anguckt davon. Ich lasse mich jetzt einfach mal... Digga, der rastet ja übelst aus, Alter. Bam. Gerade eben war alles still, ne? Und kurz bevor ich gerade den Screen geswitcht habe, rastet er völlig aus, ne? Ich bin mal gespannt, wie das Game sein wird. Link zu der Mod findet ihr in der Beschreibung, wenn ihr das auf YouTube schaut, ne? Und ja, 500 Jahre musste ich warten. Ja, das stimmt. ja. Ich würde einfach mal sagen, wir starten einfach das Game. Das Haus. Wenn dies das erste Mal ist, dass du spielst, wird ein neues Spiel gestartet. Um zum Haus zurückzukommen, wie du es verlassen hast, klicke auf Fortsetzen, um das Haus in den Ursprung zu versetzen. Geh zur Kapitelauswahl. Ja, ich habe einmal das Spiel einfach so gestartet, um zu gucken. Ja gut, dann gehe ich mal davon aus, wir haben ein Problem. Warum nicht auf Englisch? Weil die meisten deutschen Zuschauer das auf Deutsch sehen möchten. Ich würde das ja gerne auf Englisch spielen. Aber die reden ja auf Englisch, deswegen ist nicht schlimm. Die reden nicht auf Deutsch. Es ist nur der Text, der auf Deutsch ist. Es ist nur der Text. Ach ja. Just Legends, Leute. Just Legends. Mit dem Code war es so 15%. Auf jede Bestellung. Digga, warum ist er jetzt auf einmal so leise? Collaboration with Recreate Stuff. A Half-Life 2 Modification. Tipp. Oft schlafen gehen und nicht den Traumfänger aufhängen. Was? Oh, okay. Oft schlafen gehen und nicht den Traumfänger aufhängen. Okay. Digga, warum ist das so laut? Source Engine bei Valve Software, yes. Vertrau mir, sonst verpasst du was, okay? Ich vertrau dir mal. Auf einmal so Bad Ending. Einfach so das Schlechteste vom Schlechtesten. Written, directed by Mixte.
Jake, it's me, Frank. We have a situation. Come down here, ASAP. We're going in. Bin ich irgendwie so eine Art. Dies ist zu Haus ist dein Zuhause. Das, was du brauchst, ist hier. Okay. Geh immer ans Telefon, wenn es klingelt. Okay. Wenn du das Kapitel starten willst, geh zum Lastwagen. Aber dafür musst du erstmal den Schlüssel finden. Aha. Wenn du die Kurzeinführung starten willst, benutze das Bild im Schuppen. Wenn du deine Nachrichten einsehen willst, benutze den Rechner. Schau hin und wieder nach der Post. Wichtige Sachen, die du im Haus findest, werden auf dieses Tisch nach einer Weile abgelegt. Wenn du schlafen gehen willst, benutze in der Nacht das Bett. Am nächsten Spielstand wirst du im Bett aufwachen. Du kannst dir auch Hinweise darüber ansehen, was du machen kannst. Es gibt einige verschlossene Türen und Geheimnisse in diesem Haus. Moin, Steven. Aber zu jeder verschlossenen Tür gibt es einen Schlüssel und zu jedem Rätsel eine Antwort. Es liegt an dir, sie zu finden. Was? Zeit zur Arbeit zu gehen. Ich muss meine Ausrüstung vom Schuppen auf den Lastwagen laden. Aber das ist ihre Kiste. Ich habe nie reingesehen. Okay. Frau Dead oder was ist das denn? Da ist kein Öl drin. Ich könnte den Kanister im Hinterhof wechseln. Aha. Oh. Hallo Jake, mein Beileid. Warte, was ist passiert? Hey Jake, wie geht's dir? Ich schätze, das ist ja eine diese ganzen Counter-Strike-Dinger da unten, ne? Jo, bei mir ist alles hinten selber so. Ich schätze, das ist eine blöde Frage. Hör zu, ich wollte dir nur sagen, dass du dich einfach nur melden musst, wenn du etwas brauchst. Ganz gleich was. Verstanden? Ich weiß, du hast Frank und ihr... Was? Ich weiß, du hast Frank und ihr steht euch nah, aber glaub mir, ich bin... Ebenfalls für dich da. Jeder aus der Einheit ist für dich da. Mike hat verdammt nochmal geweint. Du bist echt nicht allein. Ruf mich an, wenn dann gehen wir einen heben. Bis bald, Bruder. Jake, Mann. Ich schuld dir mein Leben. Du bist mein Bruder. Ruf mich an. Ich werde da sein. Jederzeit, überall, wann immer du willst. Ich weiß, was das heißt, jemanden zu verlieren. Ja, moin. Sie haben gewonnen. Hallo, Jake. Sie sind der Gewinner von 200.000 Dollar. Das ist kein Müll. Das ist kein Witz. Das ist kein Abzocke. Guten Tag, Herr Hawkfield. Ich bedauere, Ihnen mitteilen zu müssen, dass ich Ihren Fall nicht länger behandeln kann und ihn deshalb an Dr. Schneider weiterreichen werde. Sein Fachbereich ist für Ihren Fall besser geeignet. Deshalb hoffe ich, dass Sie mit dieser Entscheidung einverstanden sind. Bitte rufen Sie im NLH-Krankenhaus an, um Ihre Verabredung mit Dr. Schneider zu bestätigen. Vielen Dank für Ihr Verständnis und grüßen Sie Ihre Frau von mir. Aha. Der Windows-Button heißt Fahrt. Stimmt, das heißt einfach Fahrt. Alles klar. Ist ein bisschen dunkel hier, wa? Was ist das denn? Passt perfekt, ja, geht so. Muss mich ein bisschen ablenken. Mein Vater ist vor 8 Monaten verstorben. Ist noch. Oh. Ja, gut, das ist noch. Das ist noch echt frisch. Auf jeden Fall erstmal mein Beileid, ne? Sowas. Dauert, bis sowas dauert wirklich, bis es, bis sowas vergeht. Was geht eigentlich hier in diesem Haus ab? Okay. Habe ich ein Inventar oder. Wieso kann ich das alles mitnehmen? Oh. Sonntag. Was? Eiksack? Erster Tag? Auspacken?
Überraschung, Verabredung im NLL, einkaufen. Oh. Oh. Irgendwie habe ich den, irgendwie glaube ich, dass die Frau von dem Dude verstorben ist. Kann das sein? Was ist ein Erste-Hilfe-Spray? Oh. Oh. Ich kann mein eigenes Spiegelbild angucken. Das ist doch sehr convenient. Sehr schön. Nacht bricht herein. Okay, was heißt das für mich? Frankie. Oh. Och, Mann. Nein. Ich bin müde. Ich sollte ins Bett gehen. Oh, Taschenlampe. Oh, oh. Ja, Jason Statham einfach, ne? Liebes Tagebuch, das Schreiben dieser neuen Sprache ist mir noch nicht einfach. Mein Vater tut bestehen auf der Tradition dieses Landes, dass ich Tagebuch schreiben soll. Er sagt, dass meine Sprache besser wird. Ich habe noch keine Freunde. Ich verstehe nicht, wenn andere Kinder mit mich sprechen. Wir sprechen zu schnell und nicht wie Erwachsene. Ich komme bald in die Schulstufe 6. Ich habe Angst, dass ich... deutsche Sprache echt... echt super. Ich vermisse Japan nicht wirklich, aber ich hatte kaum gelernt, Schreiben zu tun. Die Kanjis für Tiere, ich muss jetzt lernen, sie hier zu... Ach so. Oh mein Gott, warte, das hat 30 Seiten? Niemals. Warte, wie viele Seiten fehlen? Es ist vor einem Monat her gewesen, als ich die erste Seite geschrieben habe. Mein Vater war nicht vor, er meinte, ich sollte jetzt ein anderes Tagebuch gekauft haben. Ich schreibe die Sprache viel besser, aber ich muss die Verben üben. Ich habe Freunde in der Schule gefunden, nicht alle sind gemein zu mir. Ach so, okay. Der Dude hat also eine Familie. Also Frau und Kind, ne? Und beide sind dead oder was? Ich habe ein Mädchen mit Namen Jessica getroffen. Sie ist sehr nett und ihr Familienname klingt auch nach Vorname. Wir haben uns mit vielen amerikanischen Namen beschäftigt. Es ist eine Überraschung für mich, wie viele John oder Jack heißen. Es ist wie mit... Ach so, warte, die Frau von ihm ist Japanerin oder was? Rio in Japan. Ich frage mich, ob die Namen hier auch Bedeutung haben. Jessica hilft mir klarzukommen, aber ihr Bruder beschützt sie, folgt uns immer und versteckt sich, wenn wir uns drehen. Immerhin heißt er nicht John, aber ihr Familienname klingt ähnlich. Ich kann mich... Oha. 12. Oktober und 22. Januar. Ich kann mich nicht daran gewöhnen, mein Leben hier hineinzuschreiben. Vielleicht sollte dieses Tagebuch einfach ein Buch sein, in das ich sich... das ich schreibe, wenn ich gelangweilt bin. Es ist lustig, hineinzuschreiben, aber als ob mich jemanden... als ob ich mit jemandem reden würde. Eines Tages werde ich es vielleicht zeigen, aber nur 3 Seiten, ich muss öfters schreiben. Jessica hat mich mit einem japanischen Mädchen vorgestellt. Na, ihre Mutter ist japanisch, ihr Vater halb japanisch. Ihr Name ist Mia, sie ist nicht in meiner Stufe, aber ich sehe sie manchmal beim Verlassen der Schule. Ihr Vater nimmt sie mit. Er sieht ernst aus, ich habe nie ihre Mutter gesehen. Sie sieht nicht wirklich glücklich aus. Ich sollte eines Tages fragen, warum und deshalb und... Jesus. Ich kann nicht glauben, dass wir umziehen. Ich werde Jessica nicht mehr sehen oder Mia. Das ist nicht gerecht. Warum entscheiden Eltern immer, was getan wird? Es wird wie... Es ist wie mit Mias Vater, der sie nicht ausgehen lässt oder Freunde haben lässt. Sie hat mir selbst gesagt, dass sie irgendwann weglaufen wird. Vielleicht sollte ich das auch, wenn nur Vater mir zuhören würde. Meine Mutter macht das immerhin. Sie versucht mir zu erklären, dass wir in einer neuen Wohnung besser leben werden, aber das... Ich komme... Alles klar, Bruder. Also, wo bin ich stehen geblieben? Das war's, wir sind umgezogen. Jessica kam mit mir, um mich zu sehen. Nach einem Jahr Freundschaft weiß ich nicht, ob wir uns wiedersehen werden. Ich werde die Schule wechseln, Freunde wechseln, einen Neuanfang. Vor einem Jahr bin ich hierher gezogen und ehrlich gesagt weiß ich nicht, wie es ohne Jessica werden soll. Sie hat mir gezeigt, wie ich mich verhalten und kleiden soll. Hat mir geholfen, mich anzupassen, wie man ohne schweren Akzent spricht. Und jetzt ist sie fort. Alles, was bleibt, ist dieses Tagebuch. Und sobald die Seiten gefüllt sind, werde ich es auch verlieren. Vielleicht muss ich lernen, dass nichts Gutes von Dauer ist. Aber zumindest will ich die Möglichkeit haben, es zu beenden. Das wird das letzte Mal sein, dass ich in das Tagebuch schreibe. Ah ja. Das letzte Mal. Oha, 2 Jahre später.
was ein Timeskip. Hallo Tagebuch, ich muss gestehen, ich habe dich vermisst. Nachdem ich diese alten staubigen Seiten gelesen habe, muss ich wieder etwas schreiben. Es ist viel passiert, es bedarf einiger Worte, um alles zu schildern. Vater hätte mir ein größeres Buch kaufen sollen. Ich habe Jessica gestern gesehen, was auch der Grund war, nach dir zu suchen. Sie hat mich nicht sofort erkannt. Ich selbst habe sie kaum erkannt. Sie ist nicht mehr das fröhliche Mädchen von einst. Sie hat traurig ausgesehen und mir erzählt, dass ihre Eltern fort seien und sie nun mit ihrem Onkel und Bruder lebt. Ich verstehe nicht, warum ihre Eltern sie verlassen würden. Es hat mich traurig gemacht. Ich bin froh, noch meine Eltern zu haben. Sie hat auch mir erwähnt, anscheinend ist sie wirklich fortgelaufen. Sie hatte keine Mutter mehr, die nach ihr... Die Sonne geht auf. Ich habe die ganze Nacht einfach... Ja, warst du. Geh schlafen, hab gut... Oder... Ich habe irgendwie das dumpfe Gefühl, als ob es... Ich will dort nicht hineingehen. Warum nicht? Hat sich die Frau dort erhängt oder was? Okay, Dachboden abgeschlossen. Oh nein, General Dominik, du willst mich doch hier verarschen. The fuck? Du sagst bestimmt extra, ich soll keinen Traumfänger dies, das machen, ne? Oh, diese Taschenlampenanimation. Was? Ja, General Dominik, du willst, da wird safe irgendwas passieren. Wenigstens leuchtet alles hier so schön. Ja. Abgeschlossen. Weil du wirklich Content verpasst. Was ist das? Dieses. Oh. Du fandest die Lastwagenschlüssel. Sensei, was geht? Guten Abend. Nein, mach aus das Ding. Ist da was geleuchtet? Hm. Ich muss meine Ausrüstung von Schuppen auf den Lastwagen laden. Ja. Chill. Ich bin auch nicht fertig mit der Kunden hier, wa? Ich glaube nicht, dass das mein Gewicht aushält. Glaube ich auch nicht. Kinder in Horrorgames sind am gruseligsten. Oh ja. Ich werde bestimmt immer Stück für Stück hier im Spiel erfahren, was passiert ist. Gehe ich mal von aus. So, und warum kann ich jetzt nicht genau in den Hinterhof gehen? Das ist aber echt fettes Haus, ne? Muss ich schon sagen. Not gonna lie. Warum kann ich nicht? Bitte drauf. Egal, wir gehen los. Wir gehen los. So, ich habe gehört, im Schuppen kann ich jetzt irgendwie so eine Art Einführung spielen. Jason Statham, so sieht man sich wieder. Muchas gracias, afición. Este para vosotros. Jake, can you hear me? Vor 2 Jahren. Look up to the control room if you hear me. Schau hoch zu Frank. Das ist vor 2 Jahren jetzt, ja. Yo, Frank, was geht? So this is your big day, huh? Don't worry, you're gonna do just fine. Move on to the next area whenever you're ready. Muchas gracias, afición. Este para vosotros. Tactical Simulation. Achso, ich bin so eine Art. Alright. Let's start. Wait a second. Get through this room as fast as you can. Jump, duck, climb, crawl through the vent and get up to the ladder on the other side. Alles klar. If you jump and then crouch in midair, you'll be able to climb some high spots. You just need to time it right. You can even climb in very tight areas like vents by doing so. Es gibt ein Easter Egg, guck dir alles an. You want to make sure you don't run out of stamina, beten? Or else you won't be able to jump.
niemals. In the way. You could try to move some of them, but the big one looks heavy. You might as well just kick them. Kicking is always a viable solution in close quarters. Keep that in mind on the field. It might save your life. Damn, son. Das Spiel ist noch ein bisschen zu laut, kann das sein? Hört ihr das? Hört ihr das? Muchas gracias, afición. Este para vosotros. Oh Gott, es ist laut. Es ist dunkel. Ja, es ist so laut hier drin, ne? As you can see, you don't have any spare batteries in your flashlight. Only the one it's currently using. Once these run out, your flashlight won't work properly. Look around the drawers for some batteries. Ich würde ja gerne. Oh mein Gott, wie viele Batterien. Nein! Gib mir bitte alle Batterien, dankeschön. Jesus. Isn't that better? A working flashlight and night vision. Keep in mind that a flashlight is very noticeable, especially in the dark. That's why you have your night vision to remain undetected. But keep in mind, it uses twice as much battery as your flashlight. Damn. Okay, see that lever near the door? Flip it. See that door with the keypad on it? It has a randomized code system. The code changes every 10 seconds. You will find the code somewhere on a tablet in the drawers. The code on the tablet updates accordingly. When you find it, you'll have to type it in before it changes. Aha. Alle 10 Sekunden. 9916. 9916. Well done. Remember to be accurate when you use keypads. Some of them might have a limited number of tries. And an alarm might go off if you mess up 3 times in a row. Nicht dreimal. Okay. Right. Let's talk about your inventory now. As you can see, there are some objects on the tables. You might want to get familiar with them. You can't carry everything you find out there. You have to think about what you want to do those. Oh, ich habe ein Inventar. Der Stream leckt. Warum ist der Stream so am Abkacken gerade? Naja, ist wieder irgendwas mit Twitch hier los. So, Erste-Hilfe-Kit. Ach, ich kann eine Blutung bekommen. Blutung vollständig, stellt Gesundheit wieder her, okay. The health spray will clean the wound and make you feel a bit better. Langsam Blutung, stellt Gesundheit wieder her. Bandagen. Alles klar, got it. Glow sticks and flares can help you out if you don't have batteries. But keep in mind, flares are loud and won't help you remain undetected. Ich habe nur gehört, dass dieses Game irgendwie so eine Art Horror-Game sein soll. Deswegen habe ich jetzt auch in den Titel geschrieben. Warte, das ist ein Horror-Game? Leuchtfackelschlag. Leuchtfackelwerf. Resident Evil Vibes, ja. Damn, son. Ach, mit G. The body armor and helmets will reduce the amount of damage you take, protecting you from potential bleeding effects. Alles klar. We rarely are in combat situations that last more than a day, but you always want to make sure you have a few rations and sugar-heavy drinks with you. You need to be at your maximum potential. Feeding yourself correctly is a very important part of making sure you give it your best. Keep it in mind. Okay. Warte, muss ich hier in dem Spiel auch essen?
Haut ordentlich. Krafttower, haut ordentlich rein. Ich werde etwas Ausdauer und ein klein wenig Gesundheit wieder her. Okay. Alles klar, Bruder. That's it? Oder kommt noch was? Kennst du die wieder? Ja, das sind die Dudes von Counter-Strike Source, ne? Die Antiterroristen, ne? Oder? Was steht dort bei dem auf dem Banner? Ich habe kein Fernglas oder so. Erstmal Megan-Werbung kommen, yes. KitKat, was geht? Was soll das denn heißen? Erkennst du? Ja, Digga, das sind die Skins von fucking Counter-Strike Source, die Leute. Aus einem anderen Horror-Spiel. Nein. Ist das eine Anspielung auf Nightmare House? Ist das eine Anspielung auf Nightmare House? Nein, oder? Foreshadowing, ne? Der eine Typ hat Angst vor durch Eigenbeschuss zu sterben, ne? Okay, ich kann mit den Dudes draußen nicht reden. Ja, weil das Spiel von denselben Machern ist. Ach! Von denselben. Oh Gott, dann wird das auf jeden Fall ein Horror-Game. Dann wird das auf jeden Fall ein Horror-Game. Das wird ein Horrorspiel. Alright. Weapons training. I bet you are itching to get in. Wie lange streamst du? Eine halbe Stunde oder eine Stunde noch, ne? Ungefähr. So, jetzt geht's aber hier an die Wurst, wa? It's light, it's deadly, and it's reliable. Try to hit the bottles on the concrete. Ich glaube, ich sollte mal die Facecam ein bisschen kleiner machen. So, Bruno. Du musst hier chillen. Chill auf der Gesundheit. Ich hab gehört, Vasi spielt noch 4-1 und 2. Habe ich das nicht gestreamt? An easy business, especially with a sidearm. You oh mein Gott. Aim down your sights for better precision. Damn, son. Alright, nice shooting. Let's get to the submachine guns now. Nice. Warum siehst du eigentlich nicht mehr auf YouTube? Twitch fuckt wieder ab, ja, merke ich. YouTube und ich haben so eine kleine Vergangenheit, ne? Ach schade, das schaffe ich nicht mehr. Dann bis später. Ja, bis später dann. Tüdelü. Hab noch was? Ich werde auf YouTube nicht mehr streamen, weil YouTube mir einfach schon so auf den Sack geht wegen Streaming und so, ne? Und da ist dann oft genug wegen Copyright was passiert ist, ne? Ungerechtfertigt. Deswegen habe ich da keine Lust drauf. Ich bleib bei Twitch. Mein Choice? Komm, gib mir die Pistole. Need to be light on your feet, and carrying an arsenal isn't ideal. I'm gonna be popping up two targets now.
Get ready. Okay, give me. Dankeschön. Was sie machen, YouTube machen so und dann Unfall. Ehrlich so. Ehrlich so. So, gib mir ein bisschen Munition. Thanks a lot. So, das ist ja erstmal hier eine Einführung nur zu dem Game, ne? Oh, hallo. Hey, what's up, Jake? It's me, what's Mike. Up, Jake? You recognize me under all this gear? it's your standard loadout. Vest, mask, that whole deal. Nothing you're not familiar with. But take a good look. You do well to get used to what a friendly target looks like. In the field, you have a split second to identify and neutralize a suspect. And you better be sure it's a bad guy. Oh. So Mike volunteered for that part. Whenever you want to give orders, you have to be accurate and efficient. Ask Mike to go nearby the door. Ich soll ihn... Was? Good. If you send your squad mates somewhere and go away, they will eventually try to come back and find you. It's not really smart to leave your mates behind. Now, order him to regroup. Alright, sometimes in specific circumstances, you'll have to give your signal to your team. Whenever you do so, they will breach and clear the area. Once the assault has been given, they might not stop to wait for you, and will do their job with or without you. So once you give the signal, be sure to stick with your team. Alright, you ready for this? Once you give the signal, we're gonna make entry and clear the ghost town of all the targets. We'll do a head count at the end. You ready? Here we go! Let's go, 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 go! Target, second floor! Bruder, beweg dich doch! Target, second floor! Target in the shed! Wo ist meine Pistole? Target on the rooftop. In the rooftop? Target in the shed. Digga, der hat ein Aim, Alter, krass. Sag mal, muss ich jetzt die ganze Zeit da hocken mit ihm oder was? Score. 5 und 12? Wo zum Fick hast du denn? Oh, don't worry, man. I had the advantage, you know. I already kinda know where all the targets are. I've been through the course a dozen times. You do better next time, don't worry. Alright. Let's wrap this up. Stack up. Ist das jetzt ein Horror-Game oder ist es eher so ein Tactical-Dingen? Hey, untie me, quick! Release me! Bang! You're dead. And the last and most important of all rules. Everyone is a potential hostile. Do not take hostages for granted. You never know who is a perp. Appearances can be deceiving. Only use lethal force when necessary. Never let your guard down. Welcome to Special Aha. Weapons and Tactics, Jake. Sondereinsatzabteilung. Oh shit. Okay. Ich finde YouTube-Content zurzeit echt komisch, halt von anderen. Der eine reagiert auf den anderen, der reagiert. Ja, es ist weird.
Gut, dann wollen wir mal die drei Kisten auf den Lastwagen. Also, das war jetzt vor 2 Jahren. Das steht sogar auf Deutsch. Das. Was? Was? Das Heer der Ver. Das. Was? Das Heer der Vereinigten Staaten Sondereinsatzabteilung SEA. Das Heer der Vereinigten Staaten Stolz. Abschlusszeugnis an Feldwebel Jake Hawkfield. Tauglich für besonderen Verwendungszweck. Zum erfolgreichen Abschluss der 40-stündigen Übung von mir überreicht an diesem 13. Tag im September 2011. Damn, guck mal, da bin ich in der Mitte. Jason Statham. So, ich habe ja hier ein Inventar. Oh. Ist das der Himmel? Das Meer. Warte, das Ding. Der erste Buchstabe soll Meer sein? Das ergibt doch auch keinen Sinn. Das Meer der Vereinigten Staaten. You gonna be kidding me? Ein Batterieladegerät. Nein. The fuck? Ja, okay, also her. Gib mir doch die Batterien bitte, danke. Irgendwie habe ich das Gefühl. Ah, ich kann nicht treten, schade. Ich muss gleich schlafen. Nein, das muss ich nicht. So, dann laden wir erstmal die Ausrüstung da ein. Ich muss nicht schlafen. Und auf zum letzten Koffer. Alles bereit, auf zur Arbeit. Alles klar. Start Game. Let's go. Ist das Game gecrashed? Ist das. Ist das. Warum ist das Spiel abgestürzt? Nein, ich. Du willst mich doch jetzt verarschen, oder? Gespeichert. Oh, guck mal, eine Seite. Wo haben viele Jahre dazwischen immer vergehen? Krass. Wäre nicht passiert, wenn du schlafen gegangen. Du schaffst auch, dass dieses Game. Bruder, was kann ich denn dafür? Ich habe das Spiel so installiert, wie die es mir gesagt haben, wie ich es installieren soll. Bitte sag mir nicht, ich muss jetzt das ganze Ding nochmal neu machen. Worum geht das hier? Oh. Okay. Weil es hell war vorhin, wie er gesagt hat, wir kommen in ein Team des. Ach so. Ich glaube, das Spiel will nicht. Kann es sein? Ich habe wirklich nichts falsch gemacht. Ich habe das Spiel installiert. What is the problem? What is the problem, man? Die Kurzeinführung beginnt. Nein.
Jetzt hat's geklappt. 13. September 2013. Ich habe nichts gemacht. Es startet einfach. Apparently, terrorists of an unknown organization took control of an old hospital. Gunshots were reported by a neighbor. There are no plans whatsoever. All we know is that they went inside and started this mess. And now half the city is blocked. We'll drop you on a parking lot near the hospital. It's just one street away. North. Okay. You can see it from the parking lot. Hättest du mir das nicht vorher im Hauptquartier sagen können? Hättest du mir das nicht, Prolog? We have a situation. Warum hast du... Hättest du mir das nicht einfach im Hauptquartier sagen können? Warum muss er mir das im Hubschrauber erklären, was los ist? Alright, I can see there are civilians on the streets. And remember, I can see everything through your helmet's camera. Just get to that building. You'll see a car wreck down there, near the hospital. It's been an accident. Just take a left when you reach the intersection. Eagle out. Oha, ich hab einen Schlagstock. Oha. Damn son. Aha. Darf ich gleich Leute absnipern, wa? So. Wir gehen jetzt mal hier Close Combat. Close Combat. So, keine Ahnung, warum das Spiel jetzt so sagt. Ja, mach ich. Why not? Sind hier irgendwelche Secrets? Irgendwelche Secrets, von denen ich wissen sollte? Okay, ich glaube nicht. Also im Krankenhaus werden jetzt gerade Geiseln gehalten. Da ist irgendeine Terroristengruppe. Dies, das, Ananas, ne? Und ich soll jetzt helfen, wa? Kann ich mir hier noch eine Cola oder so snacken? Refresh, Mist. Was? Awesome Soda. Wow, das würde ich gerne trinken. Awesome. Awesome Soda. Hm. Hört sich mega delicious. Mega delicious an. Hey, you're from SWAT, aren't you? We were told to let you know you're supposed to meet up at the building in front of the hospital. Alter, dieser Blick. Was passiert, wenn. Nein, oder? Ich hab nicht damit gerechnet, dass ich die töten kann. Okay. Ich hab nicht damit gerechnet, dass ich die abballern kann. Wow. Alles klar. Damit habe ich nicht gerechnet. Die Versuchung war einfach zu groß. I'm sorry, guys. I am very sorry. I was too curious. Oh. Ah, nee, doch nicht. Aha. Und von dir ist jemand gekommen, hat mich abgeballert. Wer zum Fick war hier? Oh, und Bad Ending, GG. Hey, kann ich springen? Sehr schön. Oha. Take a left here. To the left. To the left, to the right, to the left, left, right. So, hier ist das Krankenhaus. Hey,
Hätten die mich nicht einfach direkt beim Dings rauslassen können, beim Haus selber? Bruder, der ist auf Drogen, Alter. Look at this, man. Oha. Der hat einen richtigen Sadako-Blick, einen richtigen The Ring-Blick. Hey, they're waiting for you on the top floor. Alles klar, meld dich im obersten Stockwerk. I am on the way. Hier sind aber bestimmt doch ein paar Secrets, die ich von denen ich wissen sollte. Ich bin zu neugierig, Leute. Ach so. Moin. Hi. Okay. Ignoriert mich komplett, dankeschön. Merke ich mir. Was ist los? Oh, alright. Thank God you heard me. Look, everyone's so busy dealing with that mess across the street. I've got no help over here. I got a goddamn hostage situation on my hands. There's some crazy fuck in there and he's threatening to kill his wife. Look, I need someone to make entry. Can you help me out here? He's about to snap and we've got to move now. If he gives up, we'll make the arrest. If he doesn't, we'll take him down. Alles klar. Machen wir. Police, down on the ground. Hey, I don't want any trouble. All right. Quick and clean. Good job. And thanks. Listen, you should hurry. Get to the top floor. I heard on the radio that they're waiting for you. Hat mir das jetzt gute Karma-Punkte gegeben jetzt dieser Auftrag oder was? Kannst du aufhören mit der Waffe auf mich zu zielen? Ey, puto madre. Hör auf. Nimm die Waffe runter. Digga, kann er aufhören auf mich zu zielen? Wie viele Stockwerke musst du noch hochgehen hier? I can't believe this. You call 911 and you get a bunch of people to come at your place and ruin your furniture. Don't touch that. Sorry. Listen, you called us. That means you wanted to see us, so calm down and let us do our job. Yeah, whatever. Moin. So you're our sniper, huh? Well, this is the best that we could get. They've obscured the windows on the first and third floor with plywood, but if anything happens anywhere else, this is the best spot. We've also got men at the back and side doors. Now that this spot is covered, they've got nowhere to go. Was geht denn hier ab? Da muss ich die Leute, die ganzen Dudes umbringen. Digga, wollen die alle die Geisel umbringen? Son, look at this shotgun. Bertha is back, boys and girls. Ich dachte, ich muss. Oh, zwei Dudes, alles klar. Let's go, boys. Bravo 6 going dark, man! Huh?
Bravo 6 going dark. Ist es, sind das zwei unterschiedliche Shotguns oder was? Wo ist der Dude? That's it. Oh mein Gott, Jesus. Ach du Scheiße, ich habe nicht damit gerechnet, dass auf einmal da jemand hocken wird. So, okay. Erdgeschoss ist anscheinend sauber. Wir gehen hoch, ich gehe hoch. Oha, wie viele hier schon dead sind. Jesus, motherfucking. So, warte, ich kann ja hier was futtern, wa? Oh mein Gott, ich hab seinen scheiß Alter, ich hab seinen Kopf weggesprengt. I'm stuck. Step, bro! Alter, hallo! Digga. Hä, ist das ein... Woher wissen die, ob das sauber ist, wenn ich hier alleine bin? How the fuck would they want to know? Die liegen einfach so random Sandwiches und so rum, ne? Oh mein Gott! Granate! Warte, wie schmeißt man Granaten? Digga, wie schmeißt man die scheiß Granate? Schalldämpfer, Granate. Ach, jetzt auf einmal schmeißt du's! Nice. Habe ich jetzt alle geklärt? Alle dead? Nice. Bertha regelt, Leute. Bertha regelt. Bertha, beste Shotgun. Das vertraue ich nicht wirklich. Hallo. I don't know where, but they're not in the hospital. All right, I'll tell my men to search the entire hospital just to be sure. The hostages are not in the hospital. I think I know where they took them. Apparently, this hospital has a basement. On the original plans, they were going to make stairs. They couldn't just move to some sewer pipes. So the only way to access the basement is through the elevator. Thank you so much for saving me. Achso, du warst auf dem Dach. Hi, gut geschlafen? Thank you. So, ich vertrau dem Dude nicht. Ich vertrau dem Dude nicht. So, wo ist der Aufzug? Benutzt den Aufzug. Ja. Wie war's noch? Oh mein Gott, ich hab seinen scheiß Arm weggeschossen. Oh mein Gott, ich kann seine Leiche bewegen. Und was geht, Ken? Was? Warte. I'm fixed by lowering the texture detail from... Oh.
Oh. Okay, das könnte vielleicht weiterhelfen. Das könnte vielleicht weiterhelfen. Da hat jemand geschrieben, der hat das Problem gelöst, indem er einfach die Ingame. Machen wir mal auf normal, normal, hoch, normal. Okay, anwenden. So. Schauen wir mal, ob das klappt. Hör auf das Ding. Na, alles klar. Ja, ich versuche gerade hier eine Mod zu fixen. If you're looking for the others, you're wasting your fucking time. Oh mein Gott, es hat geklappt. Oh mein. Es hat geklappt. Es hat geklappt, ich musste einfach nur meine fucking. Moin. Das geht. Digga, diese scheiß Beine, Alter. Hä? Wie ich bin dann verbluten? Jesus. Oh Gott. Instant Rip, was? Oh Gott, die Leiche schon wieder. Über den Helm. So, von wo seid ihr gekommen hier? Oh mein, okay, fuck it. Shotgun it is, Alter. Vergiss, dass da einer ist. Uff. Wo ist deine Granate? Nix Granate. Nein, gib mir die Sniper back. Sauber. Wo bleibt jetzt der Horrorfaktor? Das ist erst die Einführung quasi. Okay. Bravo 6 going dark. Was ist das? Ach so. Digga, Bertha regelt.
Oh oh. Horror nur im Haus. Was? Horror nur im Haus? Rest in Pepperoni. Was, dass ich hier unten noch so eine Verbindung habe? Dass ich hier einfach so alleine reingehe, ne, wa? Oh mein Gott. So, wer möchte noch ein Stück vom Kuchen haben? Du? Oh mein Gott, von wo kommt ihr auf einmal alle? Digga, das hat mich weggefetzt. Die Granate ist Instant Kill, kann das sein? Ich möchte noch ein Stück vom Kuchen. The cake is a lie! Digga. Oh shit. Okay, war's das? Digga. Die Brutalität ist erstaunlich. Erstaunlich ist das. Hallo. Oh nein, warum schreie ich auch Hallo? Jutet. Hab ich ihn? No, you're not. There, I see him. Speicherpunkt, aha. Eckstein, Eckstein, alles muss versteckt sein. No, you're not. Oh Gott. You can't see me, I'm fucking John Cena. Da. Speicherpunkt. Chill the fuck.
Half-Life 2 Intensifies. Aha. Oh mein Gott. Scheiße. Kann ich auf den Zug springen? Was meint ihr? Kann ich auf den... Nein! Egal. Also willst du mal Days Gone zocken? Ja, bestimmt. Soll ich das mal streamen? Days Gone? Oh fuck, no! Lauf! Schokolade. Le Chocolat. Fisch de Chocolat. A Chocolat. Hey, der war doch gerade da. Oh mein Gott. Oh mein Gott, schild mal bitte. Alter, wie viele. Als ob. Oh fuck. Komm raus, ich hab dich gesehen. Da war das. Wusste es. Okay. Days Gone ist geil, spiel das auch, okay? Die Zombie-Horn und die Story. Ich habe gehört, dass das Spiel ziemlich geil sein soll, aber es wurde auch. Das Game wurde auch nicht so krass gehypt, kann das sein? Oh! Es funktioniert! Muss ich jetzt hier raus oder? Oh, I'm sorry, boy. Zeit mal die MP ein bisschen auszuprobieren. Aua! Alter, ist das laut. Ja, machen wir jetzt hier CSS Gase befreien. Sicher zum nächsten. Was?
Binde und geleite die Geistern sicher zum nächsten halboffenen Fenster. Aber nur zum halboffenen Fenster, nicht zu einem offenen Fenster, zu einem halboffenen Fenster, okay? Oh. Ja, gib mir die Sniper. Zum nächsten halboffenen Fenster. Wie soll ich das denn verstehen? Leute, Leute, geht rein. Kommt mal mit. Los, geht doch durch. Digga, geh durch. Mach hinne. Okay, finden und. Gibt es hier noch mehr Leute? Ah, ja. Auf das Ding. Ich soll von mir auf höchsten Settings 4K 104. Ja, Bruder, jetzt geht das wieder los. Mich juckt das nicht. Das kann von mir aus gerne auch auf Full HD und so laufen. Das ist eine Scheiße. Hauptsache, das Spiel ist geil. Alles andere interessiert mich nicht. Okay, I guess die Geiseln sind nicht hier. Oh, warte, kann ich die Waffen hier... Ist das ein Gunstock? Oh. Aha. Einer ist gestorben. Ich bin keiner lost gerade. Oh mein Gott. Oh, eine Bowlingbahn. Bei mir läuft das Spiel auf ein Spiel mit 3 Kartoffeln. Geil. Oh nein. Ist Geisel dead? Hallo, sind die Geiseln noch hier? I guess that's it. Oh nein, es geht wieder los. Oh Digga, ich habe doch keine Ahnung, wo ich hin muss. Wo sind die scheiß Geisel? Oh. Tötet ihn doch, meine Gott. Meine Gott. Digga. Ich war jetzt überall. Wo sind die restlichen Geiseln?
Oh wow, hier war ich nicht. Mach die Tür auf. Aha. Ist hier noch jemand? I don't think so. Alles klar, Leute. Let's go, let's go. So, Digga, geh raus. Geh raus. Noch mehr Geist. Ach so. Warum ist er gestorben? Erledige den Hubschrauber. Niemals. Wo ist er denn? Oh. Leute. Aua. Nochmal Platz. Oh Gott. Oh, ist er dead? Schöne Spaß 12. Hä? Das ist der Burgerladen hinten. Ich kann durch den Schnellimbiss im dritten Stock gehen. Aha. Ich war auch mal ein Helikopterpilot, doch dann bekam ich einen 9mm ins Knie. Ehrlich so. 9mm regelt schon, wa? Oh mein Gott. Oh, ach, das ist der Helikopter. Lass mich raten, der bekommt Albträume für den ganzen Sachen, die er hier erlebt. Sag mal. Wow. Bruh, David. Bruh. Moin. So, wo sind meine Kollegas? Warum sind die so langsam? Oh. Ich glaube nicht, dass ich das treten sollte. Naja, egal. Oh, hi, das ist mein Kollege.
Oh. Wo habe ich mich erschossen? Prozent auf jede Bestellung mit dem Code Basito. Hi! Hi! So. Guckt euch mal Fangirl Number One an. Hi! Warum hast du Tränchen in den Augen? Sie hat sich hier den Kopf gestoßen. Oh nein. Deswegen ist es so rot. Ja. Oh nein. Sie hat vor sich auch ein paar Mal, aber ganz vorsichtig den Kopf gestoßen. Also nur ganz klar. Das war ja aggressiver, ja. Baby ASMR. Komm, sag was. Marielle. Ei, ei, ei. Jetzt gerade nicht, das ist Vorführeffekt. A good afternoon with Rachel every day at. Ah ja. Warte. Only on GTV, Alter. Das ist nur für die wahren Gs, ne? Oh mein Gott. Of some fucking supplies. Oh, ich blute. Und erstmal was fressen. Ich würde mir gerne mal Just Legends bestellen, aber immer sind die Probierpakete ausverkauft. Bruder, dann gönn dir doch mal eine Geschmacksrichtung. Frag mich einfach, was ich so gerne mag. Was ich dir empfehlen kann, dann empfehle ich dir was. Ganz einfach. Baton. Ich mag mit Baton. So. Also Sniper und Shotgun ist bei mir jetzt so der persönliche Favorit. Muss ich runter? Ich liebe die Sniper. Also, wie findest du Gamers Only? Was ist das? Ist das auch sowas wie Just Legends oder? Digga, ich habe einen scheiß Autoalarm getroffen. Oh, das sind die Terroristen. Okay, that's brutal. Jetzt werde ich. Schau dich nach den Geiseln tiefer im Tag. Ah ja, no, ich muss deeper gehen. Egal. Ich bin sehr picky, okay. Ja, ich habe gerade einen Double Kill gemacht, kann das sein? Ist auch sowas wie Just Legends, aber ich habe dieses Gamers Only noch nie probiert. Was für Geschmacksrichtungen magst du denn so denn? Dann kann ich dir sagen, ob das gut ist oder nicht. Also wenn das halt in Just Legends vorhanden ist. Wo? Aua! Ach, ihr seid das.
Oh mein Gott. Wie das aussieht. Jetzt sagt mir nicht, das sind die fucking Terroristen. Was? Oh nein. Okay. Wo sind meine Kollegen? Sind die alle dead? Gelange zur obersten Ebene, um die Treppe zu benutzen. Ehrlich, ich bin den ganzen Weg runtergegangen, nur um wieder den ganzen Weg hochzugehen. Wow. Dankeschön dafür. Wo sind meine Kollegas? Alle dead? Hallo? Okay, die MP5 geht schon rein. Ist doch eine MP5, ja? Yes. Oh mein Gott, die MP5 geht ja übel rein. Nur um sicher zu gehen. Uff. Na gut, das, was ich dir empfehlen kann, also ich habe tatsächlich alles probiert. Cola Bottles ist mega nice. Iced Tea Peaches mega geil. Blackberry. Weiß ich jetzt gerade nicht genau, was genau mit Blackberry. Cookies and Cream ist, naja, finde ich jetzt nicht so. Triple Chocolate ist mega geil, ist eigentlich wie Kakao, nur mit halt extra viel Koffein. Und Haselnuss und Peanut Butter Cups ist auch mega geil. Aber Cola Bottles ist auch, uff. Die sind geil. Aber diese Peanut Butter Cups, die kann man, muss man am besten mit Milch trinken, wa? Also am besten mit Milch halt, ja. Manche von denen sind ja auch mehr so Milchshakes und nicht mit Wasser halt, ne? Wie viele Gegner wollen noch kommen? Ja. Komm, wir sind jetzt in einem Walking Simulator gelandet. Out there. I'm aware of that, Corporal. But I don't want to keep sending in my man alone. He's done most of the work
war das denn für ein Typ? Ich kann über das Schild hinübergehen. Oh mein Gott. Oh nein. Ist mein Kollege jetzt dead? Fuck. Oh, scheiße, Alter. So, wer von euch hat denn meinen Compadre getötet hier, ha? Hole Franks Mörder. Wie er entkommt. Am Arsch entkommt der. Hey, wo ist er hin? Der hat Frankie getötet! Der Spast! Und dann, wo ist er hin? Fuck, wo ist er hin? Ich hab keine Ahnung, wo er hin ist. Oh mein Gott, ehrlich jetzt? Frank? Jake? I'm here in front of the... Nein! So, jetzt aber. Ich kick dich. You little kick. Wo ist er hin? Ach man. Wo zum Fick ist er hin? Niemals ist er... Nein, das akzeptiere ich nicht. So, hole Frankies Mörder. Den Typen gönne ich. Digga, den Dude gönne ich mir. Wo ist er hin? Da ist er. Digga, wie er die Leute einfach anrüppelt und wegstößt. Wo ist er hin? Aha. Einfach nur den... Aha, da ist er. Ich hab ihn. Nice. Hä? Frank, Jake, I'm here in front of the parking lot. Where are you guys? Ich habe dich gerackt, Frankie. Ich habe dich gerackt. Ich würde auch gerne nicht mal ein Vasto X Just Legends Shaker sehen. Würde ich auch gerne mal sehen, aber ich glaube nicht, dass sie was von mir möchten. Sad story, bro. Hey, over here. What the hell happened? This is a war zone. Is that Frank's chopper? Oh God, I'm so sorry. Look, there will be time to grieve for Frank, but right now we have to focus on what we're doing. I've got a full squad here with me. Just open the fence to the parking lot and we'll storm whatever they got down there. You should get in that Hummer and lead the way. Warte, warte, ich fahre? Niemals fahre ich jetzt. Niemals. Das Schokolade. Nein, ich kann Auto fahren. Nein. Geil. Oh mein Gott, das Autofahren ist crap.
ins Auto fahren ist beschissen. Frankie, copy the correct. Dann wirft das Ding. Bam. Einen Weg in die Anlage. Aha. Okay, Leute, ich würde dann hier schon mal einen Stop einrichten, weil ich dachte jeden Moment, dass es gleich vorbei ist. Ich mache hier einen kleinen Stop. Und ja, was sind deine Top 3 Geschmäcker von denen, die ich aufgezählt habe? Top 3 würde ich sagen Iced Peach, Cola Bottle und Triple Chocolate. In der Reihenfolge. Hast du schon mal gefragt wegen einem Checker von denen? Nee, tatsächlich nicht. Aber kann ich ja mal fragen. So Leute, ich hoffe, es hat euch gefallen. Es sei denn, ZTX will noch was weg. Internet war weg. Uff, wow. So Leute, ich bin da mal weg. Ich hoffe, das war, hat euch Spaß gemacht. Und wir sehen uns dann zum nächsten Stream wieder, ne? Bis dann. Gute Nacht an alle. Bye bye. Du machst das ohne zu sagen, doch, alles gut. So, gutes Nächtle.